Hallo und herzlich willkommen zur Ziehung der Tageskarte für den 23.03.2023. Ich bin mal gespannt, was die geistige Welt uns für heute mitteilen möchte. Ist sie schon gefallen? Wo ist sie denn hingefallen? Wie ist sie denn gefallen? So. Die 7 der Schwerter. Die perfekte Energie. Die Stärke dieser Karte ist mysteriös. Die Chancen, die die Karte uns geben, ist der Wahrheit ins Auge sehen zu können. Das heißt, diese Karte deckt Sachen auf, die für uns vorher nicht so erkenntlich waren, dass sie uns schaden, dass uns jemand nicht wohlgesonnen ist oder auch, dass jemand unehrlich zu uns ist. Das ist auch eine der Schwächen dieser Karte, Unehrlichkeit. Und dass man auch teilweise allein lebt und von eventuell unehrlichen Menschen umgeben ist. Mit der Wahrheit ins Auge zu sehen, deckt also die Karte auf, wer es nicht gut mit uns meint, wer nicht ehrlich zu uns ist und wer alles daran setzt, dass wir scheitern in den Plänen, die wir eigentlich für uns vorgesehen haben. Die Botschaft der Karte ist, die Menschen um uns herum sagen uns oft, wer wir wirklich sind. Du hast die Macht, den Kurs deines Weges zu ändern und bessere Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Also, die Karte möchte uns darauf hinweisen, dass wir uns von niemandem sagen lassen sollen, wer wir sind, was wir zu tun haben und welchen Weg wir gehen sollten. Wir sind eigenständige Individuen, wir haben jeder einen eigenen Lebensplan und heute ist die perfekte Energie, diese Menschen aus ihrem Versteck herauszulocken, zu enttarnen und zu entscheiden, wie wir mit ihnen verfahren wollen. Wollen wir den Kontakt halten? Oder wollen wir den Kontakt nicht mehr halten? Es ist eine Möglichkeit, allem ins Auge zu sehen, was uns irgendwie behindert und irgendwie zurückhält. Sei es Freunde, Familie, nicht jeder, mit dem wir Kontakt haben oder verwandt sind, meint es zwangsläufig gut mit uns. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Bearbeitung dieses Themas und bis morgen.